Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und heute geht's mit dem T49 gespielt von MasterChef 26 in die Runde. Und bevor wir jetzt ganz aufs Gameplay eingehen, will ich vielleicht noch ganz kurz eins sagen. Denn eine Menge Leute haben mir geschrieben von wegen, hey, wie schaut's aus, mein Replay zeigst du gar nicht oder du zeigst du Zeit zu wenig Replays und so weiter und so fort. Und ja, auf dem Kanal will ich halt manche Sachen zeigen und dann passt es halt zeitlich einfach nicht, nur die Replays von euch zu zeigen. Zum Beispiel wollte ich jetzt die Lights zeigen und zeige ich auch noch. Und sehr schöner Treffer auf dem WZ-132 direkt zu Beginn. Die HE-Kanone ist halt einfach ein Troll. Und dementsprechend, weil es halt so ist, weil ich halt einfach gewisse Panzer zeigen will und vorstellen will, kommen natürlich auch manche Replays zu kurz. Und dann ist auch der nächste Punkt, natürlich früher waren es 7 WOT-Videos in der Woche, jetzt sind es halt nur noch 3. Auch das ist natürlich nicht förderlich. Das heißt, wenn ihr mir böse seid, weil ich euch eure Replays nicht zeigen kann, dann seid einfach wirklich direkt so nett und lasst es gleich bleiben, weil wenn jemand mir böse ist, weil ich sein Replay vermeintlich, obwohl es so super krass ist, nicht zeige, dann tut es mir leid, aber bevor ich da irgendjemand verärgere, dann lasst es lieber gut sein, schickt es jemand anders, wo ihr denkt, dass die Chance größer, dann glaube ich, haben wir alle mehr davon. Aber hier, das Replay ist vom MasterChef 26 eingeschickt worden und hat meines Erachtens vom Damage her und von den XP her auf jeden Fall ein Replay of the Week zu werden. Und das ist aber zum Beispiel vom 10.04.2017. Das heißt, ihr seht, es ist nicht so einfach, da wirklich am Ball zu bleiben. Jetzt war aber der Schuss sehr schön auf den gegnerischen T49. Und das ist natürlich das, was wir sehen wollen. Dicke Treffer, wobei der mit 257 eher homöopathisch war für seine Verhältnisse. Aber natürlich trotzdem wichtig war, denn der Killshot, der muss erstmal gebracht werden. Leider hat jetzt hier der Schuss auf die Badshot nicht gesessen. Wäre nämlich ziemlich wahrscheinlich sein nächster Kill gewesen. Aber in dem Fall leider kein Treffer. So, und jetzt vielleicht nochmal. Und da sieht man, wie groß das Fadenkreuz ist. Da muss man schon auch wirklich ein bisschen Mut haben, da abzudrücken und nicht zu lange zu warten, um zu denken, den Schuss will ich sicher setzen. Hat sich aber gelohnt, denn die Badshot wurde hier zerstört. Schöner U-Turn, gut gemacht. So, jetzt muss er hier doch jedes Haus fahren, weil der T10 ihn hier so ein bisschen in die Häuser gedrängt hat. Da hat er natürlich einiges an Fahrt verloren. Lässt sich aber da jetzt nicht aufhalten davon, sondern weiter an die Front natürlich. Da ist eine Maus, die lässt er erstmal natürlich links liegen, denn auf die hätte keiner wirklich Lust. Der 113er von hinten, der macht dann schon wieder mehr Spaß. So, jetzt schnell ranfahren. Hat er geschossen und super schöne Sprungeinlage nah ran. Aber die 310, da wären natürlich mehr drin gewesen. Aber hier einfach sofort auch ran und sofort wieder weg. Nicht zu lange lamentieren. Er ist noch im Reload, aber der 113er interessiert sich gar nicht für ihn. Sehr gut. Der will eher die Arti. Jetzt nimmt er den sicheren. Einfach mal hochgefahren und zack, wieder ein in den Po geballert. So, jetzt will der 113er hier auch nochmal wegkommen. Aber da hat er sich wirklich schwierig positioniert, sage ich mal. So, jetzt hat der 113er geschossen. Das ist die Möglichkeit. Muss man da aufpassen, dass er den TC nicht wegmacht von sich. Aus dem Schussel heraus, sage ich mal. 113er konnte jetzt den T10 wegmachen. Er muss hier jetzt Hackengas geben. 2.500 Damage. So, und jetzt sollte er sicher sein. Jetzt ist er weit genug von allem Unheil auch erstmal weg.
Oh, die Maus. Da sieht man erstmal, wie lange das Ding braucht, um einzuaimen. Das ist unfassbar. Und dann halt auch sowas Gepanzertes wie die Maus gibt es halt auch noch 131 Damage. So, nächster Schuss soll auf die Maus rausfliegen. Und da sieht man auch wieder, 339 ist natürlich alles nicht schlecht, aber so richtig dicke ist es halt auch nicht. So, jetzt will er hier sein E75 bisschen verteidigen. Jetzt muss die Maus noch ein Stück weiter vor, aber das reicht schon. Und da macht er die Maus auch weg. Und in Summe hat er der Maus jetzt einiges an Kopfschmerzen bereitet, denn das war gar nicht schlecht, du. So, und jetzt hier wieder mit viel Anlauf. Vielleicht nochmal dem 113er. Und warten, bis er seitlich ist. 346 Schaden, aber leider keine Möglichkeit, hier den Brand da mal anzusetzen. Schade, denn langsam hätte er es verdient, dass er auch mal brennt, der 113er. So, jetzt sehr schön gemacht. Hat ein bisschen getrollt. Der 113 hat nämlich erst erwartet, dass er von woanders kommt. Arti verfehlt hier, Gott sei Dank. Und dementsprechend kann er weiterfahren. 4 Kills hat er schon. Aber der Gegner, der hat noch 3 Panzer mehr an der Zahl. Gute ist, er ist hier in Verteidigerposition. Das heißt, der Gegner muss hier auf jeden Fall mehr Risiko gehen. So, jetzt nimmt er hier ganz viel Weg auf sich. Ist natürlich hier mit seinen 65, 70 km/h richtig schnell. Und jetzt ist hier die Arti offen. Die Arti kriegt es noch nicht so ganz mit. Aber leider reicht es nicht dafür, die da wegzumachen. Da muss er nochmal nachsetzen. Der GB Tiger, der denkt sich, nee, nee, nicht mit mir. Ich fahr mal weg, du. Aber auch der wird jetzt eine bekommen. Und bei dem reicht's. So, jetzt noch dem FV. Rammen würde ich jetzt aber hier nicht empfehlen. Denn Rammen, das könnte dann doch nochmal wehtun. Aber es gibt hier eben auch noch eine weitere AT. Und hier ist der Schuss daneben. Gegangen, sehr gut. So, und jetzt kann er sich der Arti nochmal widmen. In aller Ruhe hat er ganz viel Zeit. Die andere Arti, die ist nicht zu sehen. Wäre interessant, wo die denn so kreucht und fleucht. So, zack. Hat noch 30 Sekunden, vielleicht findet er sie ja noch. Naja, 10 Sekunden, jetzt wird es natürlich schon langsam wirklich eng, die Arti noch zu finden, aber am Ende ist es auch egal, denn der Sieg ist das Wichtige. Und da ist sie noch! 3!
2. Also der macht die Art in letzter Sekunde, holt sich den 7. Kill. Also da muss man sagen, hat er hier für sein Team wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt, hat hier den Sieg nach Hause gebracht mit 5208 Damage und 1887 Basiserfahrung. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß weiterhin bei meinen Videos. Lasst doch ein Abo da. Ich freue mich darüber sehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.